Womit man uns in diesem Land permanent beschäftigt, sind Prognosen, meine Damen und Herren. Die Prognoseindustrie ist ja richtig entstanden und sie machen die Leute völlig verrückt. Erzählen Sie den Menschen von morgens bis abends, dass später die Rente nicht reichen wird und wundern sich, wenn die jungen Menschen immer dicker werden. Sehen Sie den Zusammenhang nicht? Wenn ein Mensch von klein auf jeden Tag zu hören bekommt, dass er im Alter nichts mehr zu fressen haben wird, dann futtert er sich instinktiv so eine Art Bio-Riester-Rente an. Man spricht auch von einer Burgerversicherung. Und da kommt direkt die nächste Prognose. Ist ja immer, wenn alles so weitergeht, heißt ja immer das Wichtige bei Prognosen. Wenn alles so weitergeht, Sie wollten ja immer schon wissen, wie lange Ihre Fußnägel werden, wenn Sie die nie wieder schneiden. Ne? Ja. Wenn alles so weitergeht, heißt es, sind in 60 Jahren 80% der Deutschen schwerst übergewichtig. Ja, und dann stopfen wir halt die Rentenlücke mit den Dicken, habe ich gesagt. Die machen uns verrückt mit den Prognosen. Thilo Sarrazin hat in seinem Buch ein Szenario entworfen, wie Deutschland in 100 Jahren aussehen wird. Das muss man sich vorstellen. 100 Jahren, Sie wissen, was da los ist, dann sind ja hier nur noch Moslems, das wissen Sie ja. Ja, ist doch erwiesen, die Deutschen sterben ja aus. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems. Nicht? Also, in 100 Jahren nur noch Moslems, beunruhigt Sie diese Vorstellung? Mich entspannt das total, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Seitdem ich das weiß, ich mache mir überhaupt keine Sorgen mehr um die Umwelt. Die ganze Atome interessiert mich überhaupt nicht mehr. Da können Sie auch 100 Jahre die Moslems mit rumärgern. Ist doch völlig egal. Da können die dann von mir aus eine Burka um die leckeren Fässer in der Asse bilden. Da, weißt du? Ja. Nach uns die Sintflut. So leben wir hier doch, oder? Das ist ja der westliche Lebensstil. Nach uns die Sintflut. Oder durch uns die Sintflut, könnte man ja auch sagen. Denn wenn wir unseren Lebensstil in Westeuropa nicht radikal umstellen, meine Damen und Herren, dann ist der Klimawandel nicht zu stoppen. Dann steigt der Meeresspiegel. Sie können sich die interaktiven Karten im Internet ansehen. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger Auto fahren. Denn wissen Sie, eine Kuh produziert pro Jahr so viel CO2, wie Sie mit 15.000 Kilometer Auto fahren. Wenn wir das nicht ändern, dann kann ich jetzt mal eine Prognose machen, wie das in 100 Jahren hier aussieht. Deutschland voller Moscheen und die stehen unter Wasser. Die paar Deutschen, die noch da sind, haben vorgesorgt, Fett schwimmt oben. Und die Moslems werden sich ärgern, dass sie ihre Töchter vom Schwimmunterricht abgemeldet haben. Prognosen sind unglaublich, ja? Konjunkturprognosen, wenn ich das Wort schon höre, kriege ich ja Pickel. Wissen Sie, was das ist? IFO Geschäftsklimaindex, Sie sagen in der Nachricht immer, das ist ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie, da klopft man so drauf, da macht der Zeiger brrrr. Ein Barometer, wissen Sie, was die da machen? Die Mitarbeiter des IFO-Institutes München telefonieren einmal im Monat mit einer ausgewählten Zahl von Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Und das vergleichen die dann mit den Erwartungen, die die vor einem Monat gehabt haben. Also die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Daraus errechnet der promovierte Pöbel einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Achten Sie drauf, kommt Ende des Monats wieder. Und dann steht in Ihrer Zeitung, der IFO-Geschäftsklimaindex ist stärker gestiegen, als von Experten erwartet. Das heißt aber, es gibt auch noch Experten in diesem Land, die werden dafür bezahlt, dass sie erwarten, was denn die anderen wohl erwarten. Wissen Sie, was hier los ist? Die halten uns für genauso blöd, wie wir sind. Wirtschaftsexperten, da haben sie intelligentere Lebensformen zu Hause auf ihrem Duschvorhang, meine Damen und Herren. Wir haben das große Glück, hier in der besten aller Wirtschaftswelten zu leben, meine Damen und Herren. Die freie Marktwirtschaft, das ist die Wirtschaftsform, wo die Menschen nach ihrer Leistung bezahlt werden. Und deshalb soll ja auch möglichst alles privatisiert werden, das wissen Sie. Die Beamten, die kriegen das Geld ja einfach auch so. Aber
In der freien Wirtschaft, da wird ja immer nur nach Leistung bezahlt. Auch diese Wahnsinnsprämien, wo Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch so viel Geld verdient hat. Hat er ja nicht, er kriegt es einfach nur. Aber es ist leistungsbezogen. Das ist ganz entscheidend. Ich lese immer wieder in den Zeitungen, diese Wirtschaftskapitäne, diese Spitzenleute, die muss man gut bezahlen, weil das sind Einzelkönner und die haben ja auch Dinge drauf, die kann ja keiner von uns. Das muss man auch mal neidlos anerkennen. Nehmen Sie mal Heinrich von Pierer, eine Ikone der deutschen Wirtschaft. Der Mann hat 15 Jahre lang den Siemens-Konzern geleitet, die Regierung beraten. Heinrich von Pierer hat den Siemens-Konzern geleitet. Dieser Siemens-Konzern hat in den 15 Jahren schwarze Kassen aufgebaut, bis zum Abwinken. Die haben weltweit alles geschmiert, was nicht bei drei auf dem Bäumen war. Und dann schreibt dieser Heinrich von Pierer jetzt seine Memoiren, ist 70 geworden und hat noch mal wiederholt, dass er von diesen ganzen Vorgängen überhaupt nichts mitbekommen hat. Wer könnte denn sowas von uns? Wer von uns könnte 15 Jahre lang einen Konzern leiten, ohne überhaupt mitzukriegen, wie der Konzern arbeitet? Das sind doch Sonderbegabungen, meine Damen und Herren. Das muss honoriert werden. Oder hier der Visionär von Daimler damals. Wissen Sie noch, Daimler Chrysler, die Hochzeit im Himmel. Jürgen Schremp, der hat bei Daimler in 10 Jahren hat er 80 Millionen Euro verdient. Da gehen Sie etwa 1330 Jahre für arbeiten. Als Arzt im Krankenhaus zum Beispiel. Als Krankenschwester hätten Sie schon 500 Jahre vor Christi Geburt anfangen müssen. Aber da sehen Sie auch, was der Schremp alles weggearbeitet hat, ne? Ja? Das ist ja leistungsbezogen. Aber der hat ja auch was gebracht. Sehen Sie, der Schremp hat in 10 Jahren 80 Millionen verdient und hat in derselben Zeit den Wert von Daimler Chrysler aber auch um 50 Milliarden Euro reduziert. Der Mann hat 50 Milliarden Euro vernichtet. Zu so etwas wäre doch so ein träger Beamter überhaupt nicht in der Lage, meine Damen und Herren. Das sind... Oder hier dieser Wiedeking, der bei Porsche anschaffen war. Der kann arbeiten. Oh. Der Wiedeking, der hat mal in einem Jahr 100 Millionen verdient. In einem einzigen Jahr 100 Millionen. Da hat der Schremp so einen Hals gekriegt. Als er überlegt, wie lange er dafür arbeiten war. Auch in diesen Kreisen gibt es Schicksale.